Sendungen, auf die freut man sich wahnsinnig, wenn man ganz besondere Gäste eingeladen hat. Gäste, die für Lebensfreude stehen, für Motivation stehen, für Glücklichsein stehen und ja, die gar nicht so lange daran arbeiten mussten, glücklich zu sein. Wenn man dich so anguckt, Silke, und ich glaube, viele Menschen werden dich jetzt angucken und werden schon spüren, da ist eine ganz besondere Energie. Silke Naun-Bates ist zu uns gekommen, eine Frau, die sagt, glücklich sein ist für jeden eine eigene Wahl. Eine Wahl, Punkt. Genau, eine Wahl, Punkt. Du hast dich fürs Glücklichsein entschieden, obwohl du wirklich ein Leben hinter dich gebracht hast. Nein, das klingt eigentlich auch wieder blöd, weil du bist eigentlich sehr zufrieden mit deinem Leben. Mhm. Es gab halt einen Tag in deinem Leben, da ist ein bisschen was Blödes passiert. Das hat dein Leben natürlich in eine neue Bahn gelenkt, aber trotz alledem in keine unglückliche Bahn. Wir reden gleich darüber, was dir passiert ist, aber nicht nur das haben wir für Sie in der nächsten Stunde, sondern Sie können sich gleich auch über und auf den Besuch von Stefan Schmidt freuen, denn ja, unser astrologischer Wetterfrosch, der hat heute mal wieder ein bisschen was als Lernaufgabe für Sie im Gepäck. Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe, den begrüßen wir via Skype, und Madeleine Ley, die wird uns harmonisierenden Schmuck vorstellen. Aber jetzt wollen wir uns erstmal wieder mit Silke Naun-Bates beschäftigen. Eine Frau, die ein Buch geschrieben hat, ihre Biografie, Mein Weg in die Freiheit. Und ich lese kurz den Buchrücken vor, weil da steht eigentlich alles drinnen, was so zu Beginn zu erwähnen wäre. Und mehr müssen wir eigentlich gar nicht dazu dann sagen. Als Silke ihren kleinen Hund vor dem Überfahrenwerden retten wollte, rutschte sie aus und blieb mit aufgeschlagenen Knien auf den Bahngleisen liegen. Sie ist 8 Jahre alt. Wochen später erwacht sie in einer Klinik und weiß, dass ihrem Körper wesentliche Teile fehlen. Beide Beine wurden nach dem Unfall zur Erhaltung ihres Lebens amputiert. Allen Beteiligten war damals klar, Silke gehört ab jetzt in die Schublade körperbehindertes Neutrum. Ein Leben als Frau, Partnerin, geschweige denn Mutter wird für sie unmöglich sein, an Beruf und Arbeit gar nicht zu denken. Sie würde stets auf Hilfe und Unterstützung anderer Menschen angewiesen sein. Wer hat das geschrieben? Ich. Obwohl du es da schon besser wusstest, oder? Ja, klar, klar. Aber das ist natürlich das, was weswegen ich das Buch ja geschrieben habe, oder? Um zu zeigen, dass scheinbar Unmögliches doch möglich ist. Mhm. Ja. Wenn man dich anguckt, man sieht natürlich, was passiert ist. Und in dem Buch schreibst du auch ganz deutlich, dass es ein Unfall war, warum dir deine Beine fehlen. Es ist aber ein Thema, das du eigentlich gar nicht mehr so richtig ausbreiten möchtest, weil du sagst, es ist gar nicht das Wesentliche. Nee, es ist nicht so wesentlich. Also es ist ein Kapitel, da ist alles drin. Also wen das interessiert, was mein Körper, wie ich auf Toilette gehe, alles da drin. Ein Kapitel für die Neugierigen, was den Körper betrifft. Und dann kommen wir zum Wesentlichen. Ja. Du bist sehr offen. Du gehst auch sehr offen mit dem Thema um, denn es sind natürlich Fragen, wo man manchmal vielleicht so zu viel Pietät hat oder sich nicht traut, dir diese Fragen zu stellen. Aber natürlich sind es Fragen, die Menschen interessieren. Für all diese Fragen gibt es das Buch. Aber das Buch hat noch einen ganz anderen und einen viel wichtigeren Hintergrund, nämlich es soll Menschen motivieren. Ja, also ich habe wirklich das erste Kapitel wirklich auf die Behinderung bezogen, meinen Körper und auch dann meine Kinderalltag. Wie war das alles mit den Kindern, wie die klein waren und so weiter. Diese Geschichten. Und im Grunde soll das Buch aufzeigen, dass wirklich, da sind sehr viele, viele Geschichten drin zum Thema Liebe, ja, Tod und so weiter, dass wirklich in Situationen, wo man denkt, es geht gar nicht mehr, es geht. Mhm. Es geht weiter. Es geht gut weiter. Es ist, wie es ist. Das sind Sätze, die du gesagt hast. Also es gab einen Satz und ich glaube, den hat vor allem dein Vater sehr geprägt. Als du 8 Jahre alt warst und in der Klinik aufgewacht bist, hast du natürlich sofort gemerkt, dass sich da was verändert hat. Und dein Vater hast du mit den Worten begrüßt: Papa, ich muss dir was sagen, ich habe keine Beine mehr. Aber das ist nicht schlimm, wir schaffen das. Mit 8 Jahren hast du im Grunde deinen Vater eher motiviert, noch an das Gute im Leben zu glauben. Ja, ich dachte, ich muss ihm das sagen. Also ich dachte, er weiß es nicht. Also ich wusste ja nicht, dass ich im Koma lag. Also so mehrere Wochen oder was. Und bin wach geworden und die durften ja nur einzeln rein. Und dann kam mein Vater rein. Und ich wusste auch lange nicht, ob das wirklich stimmt, diese Erinnerung. Sie haben da Jahre nicht drüber geredet, aber er hat mir das dann bestätigt. Da war ich aber schon weit über 30. Ja. Und er wusste nicht, dass ich das in Erinnerung hatte. Aber er hatte das auch und hat mir das halt bestätigt. Ne? Auch dieses Lächeln, was ich hatte, das ihm so Kraft gegeben hat. Dann, ja. War das für dich mit 8 wirklich so selbstverständlich? Also, dass du gesagt hast, ich muss meine Eltern motivieren, weil so schlimm ist es doch nicht. Ich lebe ja. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, also, dass ich die jetzt motivieren muss. Sondern das war das, was in mir war. Ich hatte
kein, also mit dem Fehlen der Beine kein Thema, dass das schmerzhaft war und viele Operationen und also das war nicht schön, ja. Also auch die Hauttransplantation, da war ja viel Schmerzen mit verbunden, viele OPs, das war sicher nicht schön, aber es war halt einfach, wie es war und ja, weiß ich nicht, vielleicht hat es sein sollen. Also wenn man mein Leben so betrachtet, bin ich ja wie so durch so einen Schleudergang in so einer Waschmaschine, ne? Durch ganz viele Erfahrungen durch. Hat dein Leben mit 8 Jahren dann nochmal neu angefangen, neu gestartet? Oder hat sich das in irgendeiner Form in deinem Alltag dann einfach mal so entwickelt? Das ist im Grunde so weitergegangen. Also mein als Kind jetzt, ne? Also ich bin ja weiter in meine alte Klasse gegangen, die Freunde waren die gleichen, bin weiter draußen rumgeturnt, ja, also wie vorher auch, halt alles auf Händen, ja, wenn möglich. Also immer irgendwie Lösungen gesucht, dass das auch ging und wenn möglich ohne Rollstuhl. Diese Lebensfreude, die du ausstrahlst, ja. Diese Power auch, die du ausstrahlst. Ich denke, wahrscheinlich warst du als Kind auch so ein Powerkind und hast wahrscheinlich auch überhaupt gar keine Barrieren zwischen anderen Kindern irgendwie entstehen lassen, oder? Du warst wahrscheinlich das Kind, das andere an die Hand genommen haben und gesagt hat, komm mit mir zu spielen, das ist alles ganz normal bei mir. Also ich kann das wirklich gar nicht beurteilen, weil die Kinder, mit denen ich ja damals zusammen war, waren ja schon vor dem Unfall da. Die haben die Zeiten begleitet, wo ich dann nach Hause kam mal. Ja, also die waren ja ein Stück weit auch immer involviert, immer auf dem Stand. Mhm. So, dass das irgendwo so ein natürlicher Übergang war. Die waren dann neugierig, klar. Ne? Wie ist das mit dem Rollstuhl und all diese Sachen. Und wir haben genauso unsere Probleme gehabt und gestritten wie vorher oder auch nicht. Also gab es aber mal Situationen, wo du selber gemerkt hast, es ist was anders, also weil es klingt jetzt so, als wäre einfach alles so weitergegangen, aber es muss doch auch für dich mal Situationen gegeben haben, wo man gemerkt hat, nee, Menschen verhalten sich doch mir gegenüber anders, mein Leben sieht doch anders aus. Menschen verhalten sich anders, weil sie mehr gucken. Ja, also damals auf jeden Fall, dann bin ich immer noch auf Händen gelaufen, auch in Gaststätten, wenn wir essen waren oder so, Rollstuhl draußen auf Händen rein, haben natürlich noch mehr geguckt. Als Kind fand ich es ein Stück amüsant. In der Pubertät hat es angefangen zu nerven, weil mir ja eh nicht so, ne? Also dann zog das ja noch mehr Aufmerksamkeit. Da habe ich mir dann so wie so einen Schutz gebaut, ne? So zack rein und durch. Also gar nicht auch die Leute angeguckt. Das mache ich aber heute noch. Also wenn ich schwimmen gehe, dann die Hose ausziehe, diese, ne? Die ein Schutz ist, dass ich dann nicht unbedingt noch die Menschen anschaue. Ich weiß, dass sie schauen, das ist auch natürlich, aber ich muss mir das jetzt nicht auch noch gehen, weil das natürlich unterschiedliche Reaktionen hervorruft, klar. Ne, es gibt Ekel, es gibt alles an Blicken. Ne? Es ist so verrückt, weil du redest eigentlich so über dein Leben, als wäre nichts anders gewesen wie das Leben von vielen anderen auch. Also die Frage, also die ja auch in deinem Buch Rücken dann in irgendeiner Form mal vorgibt, nämlich die Frau, Partnerin, Mutter. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was natürlich viele interessiert, wenn man dich betrachtet, dass man sagt, ja, funktioniert da irgendwie alles noch? Ich meine, du hast 2 Kinder auf die Welt gebracht, das heißt, du bist Mutter geworden. Also all das, was du am Anfang selber noch vielleicht im Kopf hattest, was nicht geht, es funktionierte alles. Ja, klar. Hat funktioniert, obwohl ich es lange nicht geglaubt, also mit den Kindern lange ja nicht geglaubt habe oder nicht gewusst habe, dass es funktioniert. Ich war der Überzeugung, das geht nicht. Erst als ich das erste Mal geheiratet hatte, dann ging das. Es gibt tolle Interviews von dir, wo auch beschrieben wird, dass du dein Kind halt das erste Mal ja auch, also du hast es natürlich auch anders berührt. Also das sind natürlich dann Empfindungen wahrscheinlich, die man hat als Mutter, wenn man auch nie daran glaubt, dass es klappen kann. Und plötzlich hält man dann doch irgendwie sein... Ja, das kleine Geschöpf im Arm. Also ich habe nicht, weil sie war ja, also ist ja Frühgeburt gewesen, ne? 35. Woche, jetzt nicht extrem früh, aber 35. Und die war ja im Bett in der Kinderklinik mit 6 anderen Babys. Und ich wusste nicht, welches meines war. Ich weiß nicht, ob das so normal ist. Ich habe immer gedacht, man muss das spüren, ne? So diese Mutter-Kind-Bindung muss das sofort. Aber bei mir war das, also ich muss... erstmal gewartet, bis der Arzt kam und mir gezeigt hat, welches mein Kind ist. Mhm. Und dann war das, denke ich, wie bei, ich denke, wirklich vielen anderen Frauen auch. Mhm. Ja. Also, du sitzt hier, um Frauen im Grunde genommen wirklich auch Mut zu machen und vielleicht auch mal diese Alltagsprobleme, die viele Frauen so haben, die nicht nichtig zu machen, denn ich glaube, es ist immer wichtig, auch Menschen ernst zu nehmen mit ihren Problemen, aber ihnen vielleicht aufzuzeigen, dass Probleme manchmal echt ganz, ganz klein sind, oder? Ja, also wir können ja das Problem groß oder klein machen.
Und je nachdem, ne, wenn wir natürlich in, sag mal in Anführungszeichen, Kleinigkeiten viel Aufmerksamkeit schenken, dann machen wir aus Mücken Elefanten. Das können wir tun, müssen uns nur bewusst sein, dass wir das tun. Mhm. Ja? Und dann gibt es eben so Situationen, wo das ein Stück weit relativiert wird. Weil jetzt zum Beispiel jemand mich sieht oder so und sagt, oh Gott, ja, ich habe ein Problem mit, keine, wie heißt das, Zellulite oder so. Ja? Und jetzt die hat gar keine Beine. Bin ich doch dankbar, dass ich Beine habe. Also das Ding umzudrehen, dann wäre schön, wenn das noch nachwirkt. Ja? Und einfach so ein bisschen eine Relation zu schaffen und natürlich anzuschauen, wenn ich Probleme immer wieder habe, dann hat das was mit mir zu tun. Mhm. Ja. Jetzt hast du die Bücher auch gar nicht vor allzu langer Zeit geschrieben, sondern hast irgendwann mal gesagt, ja, du möchtest einfach dein Leben den Menschen irgendwie aufzeigen. Du möchtest den Frauen im Grunde oder den Menschen auch zeigen, dass man das Glück in irgendeiner Form finden kann. Man muss vielleicht sein Leben nur genauer betrachten. Wir reden gleich darüber weiter, warum du angefangen hast, denn diese Bücher zu schreiben und ob man sich da doch noch ein bisschen was von der Seele dann schreibt. Aber Sie können sich freuen, denn das neueste Werk, Mein Koffer voller Glück, und da kann man schon mal sagen, es wird nicht das letzte Buch sein, wahrscheinlich, was du auf den Markt bringst. Das neueste Werk von Silke Nau-Bates, das können Sie heute gewinnen. Und da steht einiges natürlich auch über Glücklichsein drinnen, was du mit diesem Buch ausdrucken möchtest. Das wirst du uns auch gleich noch erzählen. Sie wissen, es gibt eine Telefonnummer, ja, vielleicht auch zu Ihrem Glück heute. Denn wenn Sie uns unter der 01379881404 anrufen, dann sollten Sie folgende Frage beantworten. Wir wollen heute von Ihnen wissen, welchen Titel trägt denn das Buch von Silke Nau-Bates? A, Rezepte für Weihnachten oder B, Mein Koffer voller Glück, auch aus Österreich und der Schweiz können Sie uns anrufen unter der 09010501900. Einfach, wie gesagt, Namen und Telefonnummer und die richtige Antwort auf den Anrufbeantworter sprechen. Und dann kommt der Koffer voller Glück vielleicht zu Ihnen nach Hause. Ein tolles, ein lesenswertes Buch auf jeden Fall. Warum, das wird uns Silke gleich noch erzählen. Jetzt geht's erstmal weiter mit unserem Lebenswetter und Stefan Schmidt. Der letzte Tag in Berlin, aber Stefan lässt es sich natürlich nicht nehmen, einmal kurz bei Leichter Leben vorbeizuschauen. Genau, weil ich möchte auch den Zuschauern schöne Weihnachten wünschen, weil ich erst wieder nach Weihnachten komme. Ach. Und ja, habe auch hoffentlich ein spannendes Thema mitgemacht zum Thema Prüfungsangst. Für Kinder. Es ist natürlich etwas, was wahrscheinlich nicht nur für Kinder wichtig ist, sondern für Erwachsene auch, denn die leiden natürlich auch des häufigeren unter Stresssituationen, wenn es um Prüfungen geht. Absolut. Und vielleicht macht ja jemand eine spirituelle Prüfung oder eine Heilpraktikerprüfung oder er muss im beruflichen Bereich eine Fortweiterbildung machen. Und ich glaube, wir alle haben in gewissen Situationen Prüfungsangst. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es genauso. Also eigentlich war ich immer relativ resistent in Prüfungen, aber gerade bei meinem Examen an der Uni, da bin ich durchgedreht. Hätte ich nie gedacht. Und ich hatte eigentlich meistens nur Prüfungsangst, weil ich schlecht vorbereitet war und wusste, dass es irgendwie daneben geht. Wenn ich gut vorbereitet war, hatte ich eigentlich keine. Dann wusste ich ja, also in der schriftlichen, nicht mündlich, hatte ich manchmal ein bisschen mehr Angst. Aber was kann man tun, um vielleicht ein bisschen was sich zu entstressen? Also was zum Beispiel schon mal spannend ist, wenn man sich das Wort Prüfung anguckt, wenn man mal im Duden nachschlägt, dann steht da auch drin, von der Wortgeschichte her, Prüfung ist total negativ belastet, negativ konnotiert. Also das heißt, schweres Leid oder schicksalhafte Belastung. Da steckt es ja irgendwie schon drin, dass Prüfung schon auch was Schweres irgendwo hat. Und was man tun kann, da braucht man einfach ein Lenormand-Deck und man legt ein großes Kartenbild aus. Also alle 36 Karten legt man einfach irgendwie aus, wie man möchte. Und was man tun kann gegen Prüfungsangst, das sieht man immer an den Wolken. Die Wolken, das ist immer der Art der Angst. Also was für eine Art von Angst habe ich bei dieser Prüfung? Und dann schaue ich einfach um die Wolken rum, was für Karten da liegen. Wollen wir mal so ein Blatt auslegen? Gerne, wir können. So 36. Genau. Silke, hast du manchmal Prüfungsangst vor irgendetwas? Gibt es solche Momente, wo nervös bin ich dann davor, ne? Und meist so wie bei dir, dass ich weiß, ich hätte mehr tun können.
Können wir irgendwie auf jemanden sowas legen, dass wir gucken können? Oder muss man eine konkrete Frage beim Mischen haben? Oder wie mische ich denn dann die Karten? Mit welcher Frage? Man braucht Frage schon richtig? Eine Prüfung, weil jede Prüfung irgendwo anders ist und man könnte andere Ängste haben. Mhm. Aber wir können jetzt mal fiktiv einfach ein Kartenbild auslegen, dass wir mal sagen, jemand hat eine Prüfung und wir schauen einfach mal, wie das wird. Und dann legt man das hier einfach aus, wie man möchte. Ich lege immer 9 Karten A4 Reihen aus, also 3, 6, 9 und hier sind auch schon die Wolken. Mhm. Und das sind die Art der Angst, die man hat jetzt in der Prüfung. Und jeder der Zuschauer nutzt natürlich seine Grundbedeutungen. An den Wolken liegt hier jetzt das Schiff. Also ist die Art der Prüfungsangst, Schiff ist bei mir, Wünsche und Sehnsüchte werden nicht erfüllt. Das bedeutet einfach, dass man total Angst hat zu versagen und nochmal in die Prüfung muss und dass es dann nur noch schlimmer wird. Das ist die Art der Angst. Beruhigt mich aber jetzt von der Prüfung nicht unbedingt, mein Lieber, wenn ich ehrlich bin. Also erstmal der erste Schritt, wir müssen die Diagnose stellen und dann finden wir die Lösung. Die Lösung werden wir nämlich auch noch finden, was man machen kann. Oh Gott sei Dank. Um Gottes Willen. Die Fische liegen auch zu nah, finde ich. Die Fische liegen auch an der Wolke. Die sind ja so glitschig, entgleitet einem ja alles. Genau, man hat auch Angst, dass Fragen drankommen, die man einfach nicht vorbereitet hat. Das wäre jetzt. Silke, das kennen wir wieder, ne? Genau. Der würde jetzt den Prüfer löchern, total, was für Ängste eben, was für Fragen drankommen. Und wenn der Prüfer sagt, ach, weiß ich nicht, dann werden die Ängste noch größer. Okay. Jetzt haben wir mal die Angst analysiert. Und was die Lösung ist, das sieht man an den Lilien. Also die Karten, die rundherum von den Lilien liegen, das zeigt mir die Lösung an. Das kann ich ganz konkret machen. Und hier wäre zum Beispiel die Sonne. Also die Sonne hat ja was mit Licht zu tun. Da würde ich vorschlagen, jetzt in der dunklen Jahreszeit vielleicht ins Sonnenstudio gehen, Lichttherapie, Solarium, eine Tageslichtlampe zum Beispiel. Aber auch die Berge. Berge hat ja was zu tun mit rausgehen, frische Luft, in der Natur sein. Also kriegt man auch die Prüfungsangst in den Griff, indem man vielleicht einen Tag vorher in die Natur geht, rausgeht, mal durchatmet, frische Luft hat auch im Zimmer. Oder zum Beispiel die Sense liegt da. Die Sense steht bei mir immer für die Akupressur, weil das ist ja die Spitze. Und Akupressur, man sollte einfach mal im Internet vielleicht googeln, was für Punkte es gibt gegen Prüfungsangst. Also die Person würde auch bei der Akupressur dann ansprechen. Okay. Also es sind so kleine Ratschläge dabei. Was würde jetzt passieren, wenn zum Beispiel die Lilie genau um die Wolken herumliegen würde? Also was will es mir dann damit zeigen? Weil das, finde ich, sieht dann sehr gefährlich aus. Na, dann ist die Lösung, also Lilie heißt ja Lösung und Wolke heißt Angst. Und jetzt müssen wir nur die zwei Worte wieder kombinieren. Also ich rate jedem Zuschauer so 3-4 Worte für jede Karte zu haben und einfach die Worte logisch zu kombinieren. Also die Lösung ist, die Angst selbst anzugucken. Und meistens braucht man da Hilfe. Also da würde ich, jede Uni bietet Prüfungsangstseminare an. Es gibt Therapeuten, die das machen. Und da würde ich in eine Beratung gehen und dann ganz klar mit einem anderen diese Prüfungsangst bearbeiten. Okay. Also die Lösung ist selbst, die Angst anzugucken. Eigentlich sollten wir als allererstes, um dagegen was tun zu können, das Wort Prüfung abschaffen, genau, und das durch irgendein anderes Wort ersetzen, was uns nicht gleich unter so einen Stress dann in irgendeiner Form bringt, ne? Eigentlich ist eine Prüfung ja immer ein toller Abschluss. Man lernt was, man geht in ein Thema rein und dann ist die Prüfung so ein Abschluss. Und eigentlich sollte das der krönende Abschluss sein, dass man die dann besteht und dann sagt, jawohl, ich habe mir das Themengebiet erarbeitet. Mhm. Und es wird halt viel falsch gesehen. Mhm. Und Prüfung wird ja auch immer sehr defizitär gesehen. Die Fehler werden angeguckt. Du hast nur so und so viele Punkte. Und da muss man, glaube ich, auch ran, da einfach ein Umdenken zu bekommen und eher positiv zu denken, was man kann. Absolut. Das ist etwas, was wir den Eltern sehr gerne auf den Weg geben, oder? Selbst wenn es eine 5 vielleicht irgendwann mal wird, das Leben geht weiter und so eine 5 kann man auch in irgendeiner Form wieder in eine andere Richtung lenken. Genau. Und das Kind ist trotzdem toll. Absolut, das Kind ist toll und wie gesagt, es gibt ja auch immer Lösungen für die Angst. Stefan, ich komme gleich nochmal zu dir. Ist dein letzter Tag in Berlin. Du begleitest aber viele unserer Astro-TV-Zuschauer natürlich auch über Facebook und da gibt es auch wieder einen neuen Post auf unserer Astro-TV-Facebook-Seite. Was du da so besprochen hast, darüber sprechen wir im Anschluss nochmal. Jetzt zeigen wir noch ein paar Berater, die Sie ebenfalls natürlich, auch Stefan Schmidt, über unseren Partner Questico erreichen können. Ich bin Coach und Astrologin.
Als Coach arbeite ich neurowissenschaftlich fundiert. Ich verbinde die zwei Welten, eine Welt der Mysterium mit einer Welt der Wissenschaft. Jetzt kannst du loslassen. Der neue Anfang ist da. Die meisten Kunden, die mich anrufen, sind in einer Sackgasse angekommen. Und dann ist es meine Aufgabe, sie an die Hand zu nehmen, dass wir uns gemeinsam umdrehen und in die andere Richtung zu gehen. Immer da, wo das Licht ist. Und erst dann trauen wir uns wieder, Luft zu holen. Dann ist das Leben wieder schön. Sich auf das zu konzentrieren, was wir haben wollen. Und das alles, die Dunkelheit, die Trübsal hinter uns zu lassen. Königshäuser sind auch vor Trennungen nicht gefeit. In Norwegen hat es allerdings gute 200 Jahre gedauert, bis ein Königshaus mal wieder offiziell eine Scheidung eingereicht hat. Im August war die Trennung schon bekannt, nämlich von Märthe Louise mit ihrem Lebenspartner. Die Norweger, muss man ganz ehrlich sagen, haben ja nie besonders positiv zu dieser Ehe sich geäußert. Warum, das wird uns unser Adelsexperte Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe verraten. Eigentlich sehen Sie doch ganz nett aus, aber ich habe ja nachgelesen, Sie, die Märtha, mein Lieber, ist ja doch auch eine sehr spirituelle Frau und er sieht ja eher nach so einem Lebemann aus, rein optisch würde ich sagen. Ja, weiß man auch gar nicht, ob die wirklich schon so zueinander gefunden haben, hätten sein sollen, täten tünen. Ja, liebe Andrea, also Märtha Louise, Prinzessin von Norwegen, ist eine der herzlichsten und charmantesten Prinzessinnen, die es überhaupt gibt. Sie ist eine enge Verwandte über meinen Vater und ich habe sie in Salzburg kennengelernt. Sie hat den Engelskongress besucht, sie hat aus ihrem Buch gelesen und sie hat mich fasziniert. Sie ist hochspirituell und sowas von einem herzlichen und bodenständigen Menschen. Und wir sind alle schockiert und traurig, dass die Ehe in die Brüche gegangen ist, wo wir alle dachten, das ist die perfekte Ehe, denn Ari Behn ist ein Künstler und sie ist eine Künstlernatur und sehr fröhlich und frohschaffend. Und jetzt hat sich jeder gedacht, dass sie Bücher über Engel und spirituelle Themen schreibt und er Drehbücher schreibt, Bestseller schreibt und durch Künstler ist, hat sich jeder gedacht, das ist so die Idealkombination, da wird nie was passieren. Und besonders schön war der ständige Liebesbeweis der Prinzessin, die gesagt hat, ich heirate ihn, ich verzichte auf die Privilegien, ich verzichte auf alles, weil dieser Mann, das ist meine große Liebe. Wie schön ist dieses Liebesbekenntnis. Und jetzt leider, vor wenigen Tagen, ist die Scheidung durch, die Meldungen gingen raus. Eine Klatschzeitung aus Norwegen hat bei mir über Facebook angeschrieben, ich soll das kommentieren, habe gesagt, auf keinen Fall. Und wenn ich was kommentiere, dann nur bei Astro Royal. Denn eins muss man ganz klar sagen, wir sind traurig, wir sind alle ein bisschen ja auch erschüttert. Aber wie gesagt, auch in den Königshäusern gibt es manchmal einen Schicksalsschlag, wo es halt oft auch Schwierigkeiten gibt. Und das ganz Persönliche, das Leben hinter den Palastmauern, hinter den Villengärten, ist halt auch ein ganz menschliches und wenn es nicht mehr passt, dann geht es halt nicht weiter. Ja, aber es ist schon wieder verrückt, ne? Dass wir doch von unseren Nachbarländern quasi so wenig mitbekommen, würden sich jetzt Kate und William trennen. Das wäre natürlich ein Skandal, der uns natürlich auch wirklich mitten ins Herz treffen würde. Allerdings glaube ich, können die beiden sich wohl nicht so leicht trennen, wie das vielleicht in dem Punkt der Fall gewesen ist. Also es ist immer extrem schwierig, man muss eins sagen, Ari war beliebt, Ari war hoch dekoriert, wenn man die aktuellen, die letzten Fotos ansieht, der letzten Monate und Jahre, dann ist er ein Herr in einem weißen Frack, der viele Orden hat, die er vom König erhalten hat, vom Schwiegervater und von der Königin. Das heißt, er ist ein hoch anerkanntes Mitglied des Königshauses geworden und vor allem auch ist das Königshaus, weil er auch
ja Kinder hat mit Märtha Louise, ist natürlich der König in Z, die Königin in Z. Die haben ihn sehr gerne gehabt. Alle haben ihn eigentlich geliebt. Und dass das jetzt auseinander ist, macht halt alle traurig. Natürlich am schlimmsten die beiden, aber sie haben sich dazu entschlossen, neue Wege zu gehen. Und Märtha Louise hat auch gesagt, was ich besonders schön finde, gerade jetzt bei uns, bei Leichter Leben, die Spiritualität wird ihr Kraft geben, in diesen neuen Lebensabschnitt zu gehen und sich mit diesem neuen Lebensabschnitt auch zu arrangieren. Und das finde ich besonders schön gesagt, weil wir brauchen immer Kraft und wir brauchen diese Neuorientierung. Und der Hauptpunkt, wo man sagen muss, bei dem es ja wirklich uns allen gleich geht, diese Identität auch in der neuen Lebenslage wieder zu finden. Wer ist Märtha Louise nach dieser Trennung? Und ich habe gerade einen Film gesehen, der heißt Moana. Und bei diesem Film ging es darum, seine Identität zu finden. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. In jeder Krise, in jeder Lebenslage, was passiert, wenn wir wieder zurück zu unserer Identität finden und sagen, gut, das ist mein neues Leben, ich stelle das neu auf und lebe damit und schaue positiv nach vorne, dann kann man mit allem und mit allen Schicksalsschlägen, denke ich, auch am besten umgehen. Und das ist auch, was sie vorhat, die Prinzessin. Er hat Interviews gegeben, jetzt erste, und hat gesagt, er ist sehr erschüttert, es geht ihm richtig schlecht. Und ja, wir sind alle ein bisschen mit traurig, muss ich sagen. Eine Trennung ist immer ein Einschnitt im Leben. Ist immer, immer traurig, wenn eine Liebe zu Ende geht. Aber ich fand, was du jetzt gerade so gesagt hast, nämlich, dass man sich selber akzeptieren muss und ja, lernen muss, auch mit seinem Leben umzugehen. Das ist A, wieder eine gute Überleitung zu meinem heutigen Studiogast, aber B, auch ein wichtiger Ratschlag an unsere Zuschauer. Mein Lieber, im Moment in Salzburg wieder mal zu Hause. Wenn man dich über Facebook verfolgt, dann sieht man ja immer, wo du dich gerade rumtreibst. Genieß die schöne Vorweihnachtszeit, denn da ist ja Salzburg also ein Traum im Grunde genommen. Ein Traum, ein Traum. Und dein Studiengast hat mich absolut begeistert. Ich fand sie so intelligent und smart und so hübsch auch. Also wirklich schön, dass ich euch da so in der Sendung gesehen habe. Ich genieße es zuzugucken und jedes Wort gefällt mir, was dein Studiogast heute bringt. Und es ist einfach schön, solche Menschen bei Leichter Leben zu haben. Die machen uns alle, denke ich, eine gute Stimmung und man denkt auch wieder nach, dass man immer gut und positiv und schön nach vorne schauen soll und ist sehr motiviert. Also ich fand das ganz schön vorhin, die Worte. Ja, da hast du vollkommen recht. Motivier du unsere lieben Zuschauer natürlich auch weiterhin über unseren Partner Questico bist du zu erreichen. Ich sage Bussi Baba und wir hören und sehen uns mit Sicherheit nächste Woche. Alles Liebe noch und genießt die Sendung. Tschüss. Bis dann, unser Adelsexperte Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe. Und er hat wirklich was Tolles gesagt, denn dass wir uns so annehmen müssen, wie wir sind, das ist natürlich etwas, was uns mal wieder in der Theorie klar ist. Ja. In der Praxis umgesetzt ist es ganz schwer. Ja. Aber ich glaube, wenn man sich mit Menschen wie dir unterhält, dann wird einem schon einiges bewusst. Und das war wahrscheinlich auch für dich der Grund, als Autorin tätig zu werden und Bücher zu schreiben, oder? Ja, der Grund, der war, dass mich meine Verlegerin angerufen hat, gefragt hat, ob ich ein Buch schreiben möchte. Sonst weiß ich nicht, ob schon eins auf dem Markt wäre. Mhm. Ich wollte schon immer mal schreiben, aber ich wusste nie, worüber. Hat sich jetzt erledigt. Was so verrückt ist, weil im Grunde deine Geschichte ist schon eine Geschichte, die bewegt, die aufrüttelt, die vielleicht auch zum Nachdenken bringt, weil du ja nicht erst seit du Autorin geworden bist, so ein lebenslustiger, ein lebensfroher Mensch bist, sondern der warst du ja eigentlich immer. Ja, nicht immer. Nee. Ich kenne auch Zeiten, da war Freude ein Fremdwort. Kenne ich schon auch, aber die hatten halt nichts mit dem Unfall zu tun. Genau, und das wird immer so. Also ich war schon immer sehr aktiv und auch, denke ich, grundoptimistisch so schon. Aber es gab natürlich dann schon Zeiten in meinem Leben, dann als meine Schwester gestorben ist, also mehrere Todesfälle hintereinander kamen, wo Freude keine mehr gefunden habe und auch an meinen Kindern keine Freude hatte. Ja. Gab auch die Krisen, die wir angesprochen haben, selbst in Königshäusern kommt es zu Trennungen, auch da hast du natürlich in deinem Leben Erfahrungen gesammelt, hast auch eine Scheidung hinter dich gebracht. Auch das wird alles beschrieben. Mhm. Aber trotz alledem probierst du immer wieder, den Menschen zu zeigen, ja, selbst wenn man irgendwann mal drin steckt, und das meinte ich eben damit, das war der Grund, warum du Bücher geschrieben hast, einfach doch mal wieder zu diesem Punkt zu gelangen, sich anzunehmen und trotzdem das Glücklichsein in sich tragen zu können. Ja, also wir müssen jetzt darüber reden, wie definieren wir Glück oder glücklich sein? Und das ist ja für jeden auch unterschiedlich, ja? Oder kann es sein?
Für mich ist das nicht dieses Glück der Emotionsbasis, weil ne, das ist vergänglich. Da freuen wir uns, sind wir euphorisch, dann sagen wir, ich bin happy. Ja, das ist geil und das genieße es, wenn es so ist. Ist aber eben nicht sehr nachhaltig und langfristig. Mhm. Ja, also da müssen wir uns immer wieder irgendwas suchen. Und wenn irgendwas nicht so läuft, Partner geht oder Kinder funktionieren nicht so, wie sie sollen, dann ist es mit dem Glück nicht mehr weit her. Und ich redet eigentlich von diesem Glücklichsein. Das ist so ein Zustand, der unter dieser Oberfläche ist, unter diesem Brausen und Aufbrausenden der Emotionen darunter. Mhm. Und wenn man jetzt gerade hier ja auch die spirituellen Themen hier anspricht, ist das natürlich der Ort, sag ich mal, darunter, dessen wir uns bewusst sind, ja, dass es einfach geil ist, dass wir das alles erleben dürfen und können, ja, und auch ausleben dürfen. Und darunter, also dieses Glück ist eigentlich dieses, ja geil, ich lebe, ich erlebe das alles, ich kann den Schmerz, ich kann die Trauer, ich kann das alles fühlen. Mhm. Ja. Du hast mir vor der Sendung auch gesagt, wenn man so darüber nachdenkt oder vielleicht ist es dir auch erst in den letzten Jahren bewusst geworden, dass das, was dir passiert ist, vielleicht auch hinblickend eine Lebensaufgabe ist, die man dir mit auf den Weg gegeben hat. Das hast du aber erst vielleicht vor ein paar Jahren begriffen, dass du Menschen Mut machen kannst, oder? Ja, also das war schon von Anfang an irgendwo immer ein bisschen im Raum, weil ich das irgendwie wusste. Also ich habe das irgendwie geträumt gehabt. Aber es ist natürlich sehr philosophisch und wir bewegen uns in einem Bereich des Nichtwissens, ja, des hier Nichtwissens. Aufgrund der ganzen Erfahrungen ist es schon in mir so, dass das, weil ja so viele Themen drin sind, ja. Also der Unfall ist die eine, das haben viele Menschen, die haben einen Unfall gehabt oder haben eine Behinderung, die stehen genauso da wie ich. Das ist nicht wirklich so, ne, besonders. Aber summa summarum war das für mich, habe ich immer gefragt, was soll denn das? Also wofür brauche ich denn jetzt das alles? Hm. Das ist auch irgendwann mal gut, ne? Und es hat natürlich was, weil ich immer in beratenden Tätigkeiten ja auch war. Mir ist nicht wirklich etwas fremd. Also ich kann gewisse Dinge wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Nicht genauso, weil das geht nie. Aber ich habe eine gute Ahnung, wo ein Mensch stehen kann. Ja, und dass er auch in jeder Situation, dass es möglich ist. Also das weiß ich. Diese Entscheidung treffen wir und niemand anders sonst. Und es ist gut. Das heißt, du lebst es im Grunde vor, dass alle Dinge möglich sind, wenn wir sie in uns spüren. Mhm. Wir müssen es einfach nur ausleben. Aber ist es manchmal für dich auch schwierig, dass du sagst, du bist immer durch deine Behinderung natürlich, immer deswegen dieser Hingucker, dass man sagt, und deswegen kann sie Motivation geben, weil guckt, was ihr im Leben passiert ist. Also ist das nicht manchmal sogar verletzend, weil du hast mir erzählt vor der Sendung, dass du immer schon ein lebensbejahender und lebensfroher Mensch gewesen wärst. Die Aufmerksamkeit, die bekommst du aber natürlich durch deine Situation. Ja klar, es gibt ja viele lebensbejahende Menschen, die motivieren und überzeugen können. Mir wird das ein Stück weit, denke ich, eher abgenommen. Einfach durch das Bild. Ja, und das ist ja was, wenn man es so beobachtet, die letzten anderthalb Jahre verstärkt kommt, auch in den Medien, Menschen mit einer Behinderung jedweder Art, die in den Medien auftauchen und sagen, hey, es ist machbar. Ja, der Unterschied ist eventuell der, wenn ich dann diese Bücher mir anschaue, ist der, da geht es um die Behinderung. Also ich habe trotz der Behinderung oder mit der Behinderung, ja, ich sag's jetzt mal so, also mein Buch ist etwas anders, weil die Behinderung an sich nicht die Rolle spielt. Ja, das ist so der Unterschied, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Mein Weg in die Freiheit, dein erstes Buch, das ist mehr so die Autobiografie. Das heißt, das ist so die Geschichte von dir, die Geschichte genau von Fragen, die Menschen immer wieder natürlich dir stellen. Das heißt, was ist passiert, wie ist es passiert, wie ist dein Leben dann vorangegangen? Das neue Buch, Mein Koffer voller Glück, was ist das für eine Geschichte? Ja, also das kann man unabhängig lesen, ja. Wird nochmal kurz auch beleuchtet, aber die Story des Unfalls und alles andere ist da drin. Und das ist im Grunde, ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, okay, was war wirklich wesentlich in meinem Leben? Was hat mich wirklich durch Zeiten, es gibt so viele Werkzeuge, ja, ich habe auch Karten dann mal genommen, ja, um mir irgendwo, wenn man im Außen nichts tun kann manchmal, ja, dann so diese Karten genommen, okay, worum geht's denn jetzt gerade? Es erfordert ja auch eine Selbstreflexion, so ein Leben, ja. Und hier habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay, was war wirklich wesentlich, was hat mich getragen? Ja, dass ich jetzt heute hier stehe, das war ja immer ein Wunsch zu schreiben, das ist ja erfüllt. Was waren das für Qualitäten, die jeder hat?
Ob er sie lebt, ist eine andere Frage, aber jeder kann sie leben. Mhm. In jedem steckt ganz viel. In jedem steckt ganz viel Kraft. Das ist auch immer der Sinnspruch von einer tollen Frau aus Österreich, von Gabriele Iasetta, nämlich die den intelligenten Schmuck ja designt. Und dieser Schmuck, der soll Ihnen ja auch helfen, in ganz vielen Wegen mal wieder ein bisschen ans positive Leben erinnert zu werden. Und wie Sie an den intelligenten Schmuck kommen, das verraten wir Ihnen jetzt. Und Silke, zu dir komme ich gleich wieder. Okay. Gut. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Stefan Schmidt, heute für mich das letzte Mal in diesem Jahr. 2017, stimmt, dann zum Sonnenjahr sehen wir uns wieder. Genau. Das Schöne ist, Stefan, dass die Menschen Gott sei Dank von dir immer ein bisschen Lernaufgaben bekommen, sei es, dass sie sich verlinken über AstroTV. Ja. Da hast du jetzt auch wieder in dieser Woche ein bisschen was rausgebracht, was den Zuschauern auch ein kleiner Wegweiser sein kann, oder? Genau, ich habe mal das Monatshoroskop eingesprochen, komplett anders. Also mir war das immer bewusst, die Monatshoroskope werden immer nach Themen geordnet, Liebe, Beruf, Finanzen und so weiter. Und ich bin mal hergegangen und habe das alles ein bisschen anders gemacht, da ich ja Karten lege und Astrologie. Und in meinen Hintergrundberatungen kombiniere ich das auch gern. Und so mache ich jetzt das Monatshoroskop für jeden Monat bei AstroTV auf dem YouTube-Channel. Erstmal gebe ich für jedes Sternzeichen eine Monatsaffirmation. Einfach ein Sinnspruch, der einen begleitet, über den man nachdenken kann. Und der Sinn und Zweck dahinter ist, wenn man in der stressigen Zeit ist, dass man sich immer mal wieder 5 bis 10 Minuten Zeit nimmt, diesen Sinnspruch ins Gedächtnis ruft und dass man dann einfach zur Ruhe kommt. Mhm. Das ist so ein Ruheanker. Dann gehe ich ganz klassisch auf die Monatssterne ein, wie steht die Venus, der Mars und so weiter, wie man das kennt. Und dann kombiniere ich aber die Sterne auch noch mit einer Tarotkarte. Weil das finde ich eigentlich das Spannende, mal zu gucken, wie passen die Karten mit den Sternen zusammen. Und dass man dann nochmal tiefer, nochmal aus einer eher psychologischen Sicht von der Tarotkarte her einen Tipp für den Monat bekommt. Und von den Sternen her ganz klar, du sollst morgen ausgehen, übermorgen vielleicht deinen Freund anrufen. Und zum Ende, es gibt ja auch immer so Momente, wo man verzweifelt ist im Monat. Der Herzenspartner meldet sich nicht. Oh, jetzt muss ich wieder auf die blöde Arbeit gehen und es ist anstrengend und eine Mobbing-Situation. Und dann gebe ich am Ende meines Monatshoroskops für jedes Sternzeichen noch einen Glückstein mit an die Hand, den sogenannten Monatsstein. Und das ist auch so ein Rettungsanker im Außen. Man hat den Rettungsanker im Innern mit der Monatsaffirmation und den Rettungsanker im Außen. Den Monatsstein kann ich, wenn ich ihn zu Hause habe, perfekt, dann trage ich bei mir und immer, wenn ich in Stress komme, nehme ich den in die Hand als Glücksbringer oder ich schreibe mir einfach den Namen auf den Zettel und dann nehme ich den Zettel in die Hand, wenn ich Stress habe und dann macht es mit mir was. Und deswegen habe ich Stefan Schmidt immer so gerne zu Gast, weil A, hört man dir unglaublich gerne zu und B, hast du immer tolle Tipps. Prüfungen, das wäre ein Thema gewesen, über das können wir irgendwann noch mal reden, gerne, wenn vielleicht irgendwann mal auch Abiturzeit wieder ist oder sonst irgendwas. Mhm. Du bist das letzte Mal in diesem Jahr hier und jetzt ist es zwar sehr spontan, aber eine letzte Frage habe ich noch, nämlich der Jahreswechsel. Gibt es da eine Legung in irgendeiner Form, wo man auf die Schnelle für jeden irgendwie was aussagen kann oder so? Also das gibt's. Man kann einfach eine Karte erstmal auslegen, was erwartet mich nächstes Jahr, unter welcher Überschrift steht das nächste Jahr. Und dann lege ich eine Karte, was sind meine Chancen, also was erwartet mich positiv. Darf ich das nochmal zusammen? Gerne. Das heißt, dann das machen wir es einfach einmal klassisch mit. Das heißt, ich mische im Grunde genommen die Karten voraus mit der Frage, was erwartet mich 2017, genau, oder? Genau. Dann machen wir das jetzt mal, gerne, für unsere Zuschauer. Weil das finde ich eigentlich auch ganz schön. Das ist so ein schönes Bleigießen machen wir auch abends ganz oft. Ich mach's für dich. Ich mach's für gerne, dich. Gerne, das können wir machen. Kann ich genau die Frage, ja, also was erwartet Silke 2000? Ich mach das total vernünftig. Es läuft, melde ich mich. Hast du immer noch die Chance, dass man immer sagen kann, Andrea hat es nicht vernünftig gemacht. Ja, okay. 2000. Okay, und jetzt ziehe ich einfach eine Karte. Genau, oder? Das ist das Hauptthema im Jahr. Nee, die ziehst du jetzt selber. Ja, eben, danke. Weißt du, da bin ich alles auf mir lassen. Die Verantwortung abgeben nachher an dich, das wäre nichts. Ich will die. Die hier.
Oh, der Bär. Der Bär, aber der steht doch für Kraft und Stärke, oder? Ja. Und dein Hauptthema nächstes Jahr ist definitiv in die Dominanz zu gehen, in die Eigenverantwortung und vor allen Dingen auch, du wirst, der Bär steht auch immer für die Selbstständigkeit, du wirst deine Selbstständigkeit und deine Buchprojekte richtig vorantreiben und du wirst auch gute Ideen bekommen das ganze Jahr über. Ich also, hab's super gemischt, oder? Jetzt seien wir ehrlich. Und jetzt müssen wir aber noch Karten drumherum legen oder genau. Reicht diese eine Karte? Nee, man kann jetzt weiter legen. Eine Karte für was Gutes ist nächstes Jahr auch noch, also die Chancen. Und das ist der Hund. Also du wirst dir auch einen ganz, ganz tollen Freundeskreis aufbauen. Und neue Freunde kommen in dein Leben, auch über die Buchprojekte. Ich weiß jetzt nicht, okay. Ich war leider auch draußen wegen einem Video noch, ob du auch Lesereisen vielleicht machst. Das habe ich angefangen gleich. Jetzt mit. Also perfekt, weil da kannst du tolle, interessante Leute kennenlernen, die dich auch weiterbringen. Passt. Ja. Und dann haben wir noch eine Karte, wo man aufpassen muss so ein bisschen. Okay. Die lege ich noch um sozusagen oder ist egal, wohin ist ich egal, sie lege? Ist egal, wo also man sie hinlegt, genau. Die Warnung, aber die Warnung trifft ja dann nicht ein, wenn man es weiß. Das ist der Trick. Also okay. Man macht keine Angst, das wird nicht eintreffen. Du musst ein bisschen aufpassen. Immer wenn Kopfkino kommt, einfach die Ängste und Sorgen wegscheuchen mit gewissen Tricks und Kniffen. Könnte man jetzt auch noch mal weiter auslegen. Aber jetzt kommt die wichtigste Karte, eigentlich der große Motivator. Weil wenn man mal einen Durchhänger hat im Jahr, braucht man ja irgendwas, dass man wieder weiterkommt. Und das ist die letzte Karte eigentlich. Was motiviert mich in dem Jahr? Was gibt mir Kraft und Stärke? Oh, und das ist der Mond, die Emotionalität, die Liebe und auch die körperliche Nähe. Das kann zu einem Partner sein, das kann aber auch zu Tieren sein. Oder aber eben, wenn man das alles nicht hat, auch mit einer Kuscheldecke. Also wirklich das Kuscheln, die Nähe, die Romantik. Guck mal, danke. Das war's. Und jetzt bin ich mir sicher, dass ganz viele Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause ihr Kartenset rausholen und sofort diese Legung nachmachen. Das war doch nochmal ein schöner Hinweis von Stefan Schmidt. Vielen herzlichen Dank. Ich schicke dich nach Hause. Ich muss leider zum Flugzeug. Du musst Flugzeug, nämlich los. Wünsche dir ganz tolle Weihnachten, einen tollen Start ins neue Jahr, ins 2017er. Und freue mich schon, wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Da freue ich mich auch. Und euch allen auch hier, natürlich unseren Zuschauern auch. Herrlich. Vielen herzlichen Dank. 2017, damit hat sich auch Stefanie Kralewski beschäftigt mit ihrem Hexenkalender. In Steffis Hexenkalender für 2017 befinden sich mehr als 200 Ritualanleitungen und neben den genauen Mondständen auch zahlreiche Festtage, Rezepte für Räuchermischungen und vieles mehr. Neue Illustrationen und Zitate führen durch das ganze Jahr. Eine Woche auf einer Doppelseite mit Platz für persönliche Eintragungen und Termine. Der Kalender ist im A5-Format für nur 14,90 Euro, versandkostenfrei innerhalb von Deutschland. Bestellen Sie jetzt unter www.kartenlegen-berlin.de oder unter Telefon 030 956 19248. Und jetzt zu Zeiten der Festtage in der Adventszeit, da steht ja gerade die Familie wieder ganz nah und man will harmonische Tage miteinander verbringen. Und damit sie da wirklich in Harmonie kommen, stellt Ihnen heute Madeleine Lay zwei Schmuckstücke vor, die für Harmonisierung im Grunde genommen stehen, meine Liebe. Erstmal herzlich willkommen bei uns bei Leichter Leben und da geht es um ein Armband und um eine Kette. Ja und hallo liebe Zuschauer. Ja, das Thema Weihnachten kommt näher und näher und näher und die Angst vor Streit in der Familie und Diskussionen auch. Und dieses Armband, da ist das Kraftsymbol zur Harmonisierung der Vergangenheit, also der Gegenwart. Es ist das Altlasten loslassen, das heißt alles, was man von anderen bewusst oder unbewusst übernommen hat. So, wenn man nicht zum Spiegel von jemandem wird, dann ist der Krach auch nicht so vorprogrammiert. Und dann die Harmonisierung der Familie. Ich denke, man muss bei sich anfangen und es kommt von innen nach außen. Wenn wir eine positive Energie strahlen, dann strahlen wir die auch nach außen. Und die im Außen haben keine andere Wahl, als auf unsere Energie zu reagieren. Ja, wir stecken die anderen damit im Grunde genommen an. Das ist mir heute auch mit unserem Studiocast passiert. Weil Silke hat auch wirklich so eine tolle Ausstrahlung. Man merkt sofort, man wird mitgerissen mit der Power. Und da geht es natürlich manchmal nicht nur um Power, sondern eben auch um die Harmonie. Weil man weiß ja selber, wenn man schon zu den Eltern geht und man hat eigentlich gar keine Lust, ja, genau. Dann spürt man das. Dann ist die Energie einfach nicht gut. Aber wenn man sich schützen kann, ist das wunderbar. Kann man sich natürlich auch noch mit der Halskette, über die wir auch noch reden?
Das ist ein Herz mit Selbstliebe, dem Kraftsymbol der Selbstliebe, weil wir müssen anfangen, uns selbst zu lieben, denn dann erst können wir andere lieben oder die Liebe auch von anderen zulassen. Und so komme ich auch wieder auf den Punkt, wo wir dann bei uns selbst wieder anfangen müssen. Es ist wieder so innen, so außen. Mhm. Und diese beiden Schmuckstücke, die kann man beliebig auf die eine oder andere Art und Weise zu sich nehmen und das Resultat wird im Außen auch so dann zurückspiegeln. Das heißt, du hast heute, und das hast du ganz schön in deiner E-Mail an uns geschrieben, du hast heute Freude auszuteilen und zu verbreiten. Ja. Und auch das ist ein großes Anliegen, wobei man dir ja auch gratulieren kann. Denn gestern war ja ein besonderer Tag für dich. Du hast nämlich in Luxemburg gestern eine Auszeichnung bekommen. Und da geht es wirklich auch um deine Produkte. Ganz genau, also um meine Produkte und an meine Arbeit. Also ich wurde gestern, habe ich hier ein Zertifikat bekommen von dem Made in Luxemburg, was nicht für Quantität stand, sondern für Qualität. Und dort wurde ich geehrt und man hat mir ein Zertifikat dafür gegeben und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Darauf kannst du auch sehr stolz sein, denn dann weiß man auch, dass man hier wirklich tolle Qualität bekommt. Das ist ja auch nicht die einzige Auszeichnung, sondern du wirst ja des Öfteren honoriert mit tollen Auszeichnungen. Selbst bis nach Amerika geht ja dein Ruf in irgendeiner Form. Genau, und da habe ich im März von meiner allerersten professionellen Meditations-CD, weil die anderen CDs waren etwas unprofessioneller. Und das war meine erste professionelle Meditations-CD, die habe ich mit einem ziemlich berühmten Musiker zusammen gemacht. Und wir haben doch den Music Global Award in Bronze gewonnen damit. Und so habe ich gestern meine zweite Bezeichnung dieses Jahr bekommen. Und ich bin voller, voller Stolz. Ja, das kannst du auch sein für dich. 2016, also schon ein tolles Jahr. Wie soll es denn dann 2017 beim Sonnenjahr noch weitergehen, Madeleine? Ach, meine liebe Andrea, ich denke, es gibt mich nicht mehr zu bremsen. Ja, so soll es auch sein. Denn das, was du den Menschen einfach mitgibst, und das ist genau das Richtige zu der Jahreszeit, sich das vielleicht nach Hause zu holen. Aber wir haben ja auch Weihnachten. Das bedeutet, das sind vielleicht auch zwei Schmuckstücke, die es sich lohnt, unter den Tannenbaum, unter den Weihnachtsbaum zu legen, als Geschenk zum Beispiel, damit man vielleicht auch am 24. die große Harmonie zu Hause hat. Ganz genau. Und wenn es für den einen oder anderen zu teuer ist, ich habe jetzt den Preis schon ein bisschen reduziert, man kann jedes einzelne Teil auch einzeln kaufen und man kann die Beads in ein Pandora-Armband einbeziehen. Also so, dass man trotzdem mit wenig auch noch sehr viel tun kann. Ach, das ist doch wirklich was ganz Schönes, denn gerade, das wissen wir auch, Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern manchmal auch das Fest der teuren Geschenke, aber du denkst natürlich auch hier wieder an unsere lieben Zuschauer. Und ich gebe den besten Tipp, natürlich einfach mal bei dir auf der Internetseite vorbeizuschauen, denn da kann man sich ja ausführlich informieren. Ja, ja. Dann muss ich noch, also ich finde es immer überraschend, wie unsere Themen sich finden ohne Vorabsprache. Ne? Das ist einfach hervorragend, finde ich immer. Ne? Und der Silke einen großen, großen Lob, weil wir haben ein ähnliches Schicksal, wir beide. Ja, dann sage ich erstmal herzlichen Dank, Madeleine, dir alles Liebe, viel Harmonie, viel Freude, viel Liebe. Wir hören uns mit Sicherheit wieder und für alle unsere Zuschauer, die mehr von deinen Produkten kennenlernen wollen, denen zeigen wir jetzt eben mal ganz schnell, wie es funktioniert. Bis dahin alles Liebe. Die dürfen mich jetzt anrufen, ich warte auf Ihren Anruf. Wunderbar, auch das und wie man dich erreichen kann, das zeigen wir jetzt. Dankeschön. Alles Liebe, tschüss. Viel Spaß, tschüss. Die Kraftsymbol-Schmuckkollektion von Madeleine Ley ist nicht nur ein Augenschmaus, sondern unterstützt und kräftigt sie im Alltag durch die Kraftsymbole. Jedes einzelne Teil hat seine eigene Energie. Lassen Sie Ihre Defizite zu Stärken heranwachsen. Schenken Sie sich oder Ihren Liebsten die Schmuckkollektion mit den Kraftsymbolen der universellen energetischen Unterstützung. Bestellen Sie jetzt unter www.m-ley.com und finden Sie alle Produkte von Madeleine Ley.
es hat doch immer was Motivierendes, oder? Wenn man Karten gelegt bekommt, die dann in irgendeiner Form was Positives ausstrahlen, eine positive Aussage haben. Aber selbst wenn es nicht so wäre, glaube ich, dann wärst du ein Mensch, der trotzdem etwas Positives rausziehen würde. Ne? Ja, es gibt keine negativen Karten. Ja, und das ist auch eine tolle Eigenschaft, eine tolle Einstellung. Und diese Einstellung, die probierst du auch den Menschen, den Frauen mit auf den Weg zu geben. Du bist viel unterwegs im Moment, um A, deine Bücher natürlich auch zu präsentieren, um auch daraus vorzulesen. Mhm. Wo sieht man dich? Wie kann man sich informieren, wenn man mehr über dich erfahren möchte? Also auf meiner Website, ne? Man findet mal alles, also auch die Medienbeiträge, die Veranstaltungstermine, alles, was so gerade ansteht. Mhm. Du mal erst richtige Lesereisen, also da hat Stefan ja auch mal wieder in Schwarze getroffen, ne? Ja, ich habe angefangen, ich habe immer gedacht, das ist langweilig. Also für die Zuhörer und für mich. Und habe dann die erste, ich glaube im September war das, in meiner Heimatstadt gemacht, wo auch der Unfall passiert ist. Und das war natürlich sehr berührend mit dem Mein Weg in die Freiheit, weil viele Menschen da waren, knapp 100 waren es. Und natürlich auch viele Ältere, die das damals noch miterlebt haben, also wo das durch die Presse ist und so. Und habe dann aber festgestellt, das macht Spaß. Also das ist gar nicht so, ne? Also es berührt und es war einfach eine schöne Sache. Und dann haben wir das nochmal gemacht. Jetzt war es letztes Wochenende, ich weiß schon gar nicht mehr, in Belgien bei 2 Lesungen, auch vor Schülern, also ne, 17, 18, so Heilpädagogik. Ich weiß gar nicht, wo war ich dann noch? Ach, in Österreich. Ja. Also man kann es auf jeden Fall verfolgen, denn ich war auch auf deiner Internetseite. Da steht hat man es wirklich drauf. Gesehen, wo du überall auftrittst. Und das Schöne ist ja, dass 2017 vor der Tür steht und Stefan ja auch gesagt hat, über diese Lesereisen wirst du auch neue Kontakte zum Beispiel nicht suchen, aber vielleicht finden. Ja. Und das hat ja auch was mit Austausch zu tun. Du hast vor der Sendung auch zu mir gesagt, wir hatten ja schon so viel Zeit vor der Sendung miteinander zu plaudern. Aber das fand ich auch ganz interessant. Nämlich, wenn man aus so einer Lesung von dir rauskommt, wenn man nach so einem Gespräch vielleicht auch als Frau plötzlich mit wieder einem gewissen Selbstwert nach Hause geht, dann hält das manchmal einfach leider Gottes nur ganz kurz. Man muss tagtäglich irgendwie dafür arbeiten, ne? Dass man am Glücklichsein doch auch ein bisschen was machen kann. Also ich sage es mal so, wenn das noch nicht so da ist, da unten drunter, dass man einfach ja, so wirklich sagt, das Leben ist einfach, an sich ist einfach gleichgültig, was gerade ist, es ist einfach geil und lebenswert, dann ist es natürlich erstmal über die Emotionen. Und das bedeutet, dass ich einfach wirklich nicht nur weiß, sondern begreife, dass meine Aufmerksamkeit die verstärkt oder nicht. Und da kann ich natürlich täglich einfach ganz, ganz simple Sachen tun. Ja, das ist ein bisschen manchmal so ein Mysterium für mich. Wir wissen es ja alle. Also wir wissen, das ist in jedem Ratgeber überall, finden wir diese Tipps. Es ist ja nicht wirklich was Neues. Nur das wirklich anzuwenden, als wenn, manchmal habe ich, also ich habe es im Buch auch irgendwie die Frage rein, ob man, will man nicht glücklich sein? Mhm. Worüber reden wir denn noch, wenn wir alle glücklich sind? Wir blöd, ne? Mhm. Also ich weiß es. Ja, ich habe gestern ein Spiel gespielt, entweder oder, mit der Comedy-Kabarettistin Gabi Decker. Und da konnte man Entscheidungen treffen. Mhm. Und unter anderem gab es eine Frage, die habe ich dir heute vor der, oder wir haben über diese Frage heute vor der Sendung auch schon mal diskutiert. Du wirst jetzt gleich wissen, worauf ich hinaus will. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob du sogar gesagt hast, das ist eine Frage, die willst du gar nicht, die kriegst du oft gestellt, aber... Und zwar, wenn du heute im Grunde genommen entscheiden könntest, dein Leben weiterhin so zu leben oder nochmal neu zu beginnen, also vielleicht nochmal die Uhr zurückzudrehen. Ja. Welche Entscheidung würdest du treffen? Ja, es gibt ja Parallelwelten, also wir könnten ja 5 gleichzeitig leben. Nee, ich habe keine Ahnung. Also ich würde nicht Zeit zurückdrehen. Mhm. Ich finde mein Leben richtig gut so, wie es ist. Ja. Sag ruhig geil, du wolltest gerade geil sagen. Ich habe es auch schon 3-mal gesagt, deswegen habe ich gedacht, ich muss jetzt mal gut sagen. Nein, aber das finde ich eben auch so etwas, wo man sagt, natürlich sind es wahrscheinlich oftmals die gleichen Fragen, die dir schon zum Hals heraushängen, weil man sie halt immer wieder beantwortet, weil das Interesse der Menschen natürlich da ist. Für all diese Fragen, die ich dir heute gar nicht so sehr gestellt habe eigentlich, da können Sie dieses Buch lesen. Nämlich es ist die Biografie Mein Weg in die Freiheit. Da kriegen Sie sämtliche Fragen wirklich geklärt. Aber ich fand es viel schöner, mit dir einfach wirklich über das Leben zu plaudern, wobei ich die Sendung ja begonnen habe mit dem kurzen Ausschnitt aus deinem Buchrücken, nämlich ein Leben als Frau, Partnerin, geschweige denn als Mutter, wird für sie unmöglich sein, an Beruf und Arbeit gar nicht zu denken. Es ist im Grunde genommen alles
doch eingetroffen. Du hast Arbeit, du hast einen Beruf, du bist eine Frau, du hast einen Partner und du hast Kinder. Also das kann man an dieser Stelle wirklich sagen. Ja. Es ist irgendwie und noch nicht mal irgendwie so, dass man sagt, das grenzt an ein Wunder. Nee, es ist einfach dein Leben. Es ist mein Leben. Und ich denke, ein ganz wesentlicher Unterschied war wirklich der, ich hatte die Frage nämlich gestern auch erst wieder, das ist dieses, ich habe mich nicht anders gefühlt. Also ich habe mich ja nicht behindert gefühlt. Und ich denke, damit wird ein Raum eröffnet, andere, dass die einfacher auf mich zugehen. Auch nicht jeder schafft das, ganz klar. Das sind aber die eigenen Geschichten, die dann da ins Rollen kommen. Aber so einen Raum zu eröffnen und zu sagen, hier bin ich muss ja auch nicht jede Frage beantworten, wenn ich keinen Bock habe. Ja. Also, da gibt es jetzt das Buch, sag ich mal, Kaufbuch. Was ja auch toll ist. Manchmal ist es wahrscheinlich auch so, das habe ich auch in einem Interview von dir gelesen, nämlich natürlich hast du auch in deinem Leben dann, wie jeder andere auch, die Pubertät gehabt, hast mit 15 auch deinen ersten Freund gehabt, bist abends ausgegangen, bist in der Disco gewesen. Ja, da wurdest du auch zum Tanzen aufgefordert, weil man es auf den ersten Blick nicht erkennt. Und manchmal, wenn es dir einfach wirklich zu blöd gewesen ist oder dir der Knabe nicht gefallen hat, dann bist du aufgestanden. Weg runtergesprungen vom Barhocker. Und dann in der Hoffnung, dass er sich so erschreckt und nicht mehr wiederkommt. Und dann hat er ein bisschen komisch geguckt. Und mit vielen anderen hast du natürlich auch tolle Gespräche geführt, was man mit dir auch wirklich machen kann. Und ich glaube, das ist wirklich auch etwas ganz Tolles. Zwei tolle Bücher. Worum soll es im nächsten Buch gehen? Also schwebt dir schon irgendwas vor? Na, ich habe ja immer so viel in mir. Ich werde das wieder intuitiv angehen jetzt im Dezember. Ein bisschen Besinnung und ein bisschen Ruhe. Und dann wird sich das Thema zeigen und dann schreiben wir. So, dass ich vielleicht darüber nachdenken kann oder dass es natürlich passieren könnte, dass wir uns wiedersehen im Jahr 2017. Ich finde es schön bei euch. Ja, wir finden es auch schön und freuen uns immer über interessante Gäste. Das Buch heute übrigens, das können Sie natürlich heute gewinnen. Mein Koffer voller Glück von Silke Naun-Bates. Und das geht heute in unsere Tagesverlosung. Einfach mal mitmachen. Mit Sie Bildern. Ja, Bilder sind auch drin. Ich habe überhaupt gar nicht reingeguckt. Ja, guck mal, hier. Andrea, das geht. Gar nicht, ein schönes, buntes Buch. Ein schönes, buntes Buch Pink mit und viel Türkis. Rosa, um die Frauen anzusprechen. Die Pink und Türkis weiß, was das ist. Soll ich es dir sagen? Hm? Da habe ich mein Seelenbild malen lassen und Türkis ist meine Hauptfarbe. Ah, okay. Viel spirituelles Wissen hat sie dann auch noch. Ja. Dein Partner? Ja, aber jetzt hat er Glatze. Weil das waren nur noch so wenig Haare und da haben wir gedacht, wir machen die jetzt ab. Ja. Wir halten im Grunde genommen wirklich deine humorige Art und Weise und auch die werden Sie in den Büchern wiederfinden. Ja. Man wird wirklich viel zum Schmunzeln kommen. Wie gesagt, das Buch können Sie gewinnen. Wollen wir die Telefonnummer noch mal einblenden oder haben unsere Zuschauer die mittlerweile notiert? Sie haben sie, oder? Das heißt, einfach auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Wir wollen wissen, dass der Titel von Silke Naun-Bates Buch heißt er Rezepte für Weihnachten oder B, mein Koffer voller Glück. Einfach Ihren Namen und die richtige Antwort auf den Anrufbeantworter sprechen. Am besten noch Ihre Telefonnummer, damit wir Sie kontaktieren können. Aus Deutschland und Österreich und der Schweiz können Sie teilnehmen. Und denken Sie noch einmal kurz dran, bei uns auf unsere Facebook-Seite zu schauen, denn da gibt es zum letzten Mal heute die Möglichkeit, unsere November-Verlosung zu kommentieren. Also wenn Sie da morgen vielleicht Ihren Namen im Fernsehen hören wollen, dann einfach jetzt noch mal ganz schnell auf Facebook gehen und dieses Foto dann sozusagen teilen, liken, aber ganz wichtig kommentieren, weil dann können Sie hier dieses wunderbare Rezeptebox mit den Flaschen gewinnen. Gucken wir auf den Spruch des Tages auch noch mal gemeinsam, bevor wir Sie in den Nachmittag schicken. Worte sagen viel, Taten die Wahrheit. Auch was sehr Schönes. Viel getan hat sie, unsere Nastja. Nasti, komm mal rüber zu uns, denn es ist mal wieder der Zeitpunkt, den wir ja gar nicht so gerne bei Leichter Leben mögen. Armes Mädchen, so jung und schon am Rücken. Ne? Auch hier, kleines Bandscheibenproblemchen. Es ist Zeit, Andrea, Abschied zu sagen. Ja? Leider Gottes, wobei ich sage ja immer, ich finde das gut, dass ihr jungen Leute rausgeht, flügge werdet. Keiner will raus, weil so schön wie hier bei uns werdet ihr es nie wieder haben. Ja. Aber ihr müsst auch das harte Leben mal kennenlernen. Ich wollte an der Stelle auch mal Danke sagen, natürlich an dich und die Kameramoderation. Auch an Jensi, der halt nicht da ist und die Redaktion, die alle halt vor der Kamera sitzen, hinter der Kamera sitzen, Regie. Das waren echt schöne 5 Monate. Ja, das waren echt schöne 5 Monate. Ein kleines Dankeschön von unserer Redaktion mit einem kleinen Glücksgruß natürlich. Und
Der hier, warte, soll dich auch begleiten. Ein kleiner, eine kleine Elfe. Hast du den ausgesucht? Ja, ein kleiner Schutzanhänger für dich, damit du tagtäglich gut geschützt durchs Leben gehst. Ich kann mir nicht so. Nee, du kannst ihn nicht, wenn du musst. Ich vielen aufstehen. Dank. So, vielen, bei mir hängt Dank. Nur so viel hier so. Schön. Das war's. Leider Gottes auch mit dir, aber dein Leben. Von uns, liebe Zuschauer. Wir werden dich sehr vermissen, aber ich bin mir sicher, es wird sehr viel in dieser Welt auf dich warten und viele Menschen werden deinen Humor und deine Art wirklich auch genießen können. Vielen Dank. Wir sehen uns nochmal. Wir sehen uns auf jeden Fall, natürlich. Vielen Dank. Silke, das war wirklich auch ein tolles Erlebnis, dich kennengelernt zu haben. Und wenn du Menschen auch heute wieder Mut gemacht hast und vielleicht auch mal zum Umdenken wieder bewogen hast, dass das Leben manchmal viele Facetten hat und wir müssen einfach nur die schönsten nutzen und die schönsten an uns ziehen und das Leben einfach auch so genießen, wie es ist. Man kann ja nichts dran ändern, ne? Und das Tiefe auch ruhig leben. Der Schmerz ruhig leben. Ja. Darum geht es. Nicht ändern, den weghaben zu wollen. Ändern kann man nichts, man kann nur das Beste draus machen. Ja. So ist es ja nun mal einfach. Schönen Nachmittag. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Salut.